Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit dem Road to Knife Unboxing und zwar habe ich wieder 10 Kisten am Start. Ich glaube, ich mache das jetzt in Zukunft immer mit 10 Kisten pro Video, weil dann kann ich das, wenn ich dann mal ein Knife ziehe, kann ich dann gleich also besser zurückrechnen und dann sagen, ja, die so und so vielte Kiste war das. Vielleicht auch interessant für die Statistik, dass ihr dann auch wisst, ja okay, im Durchschnitt macht man oder zieht man so viele Knives pro Kiste, wäre für mich auch interessant zu wissen. Und ja, ich habe heute Gamma 2 Kisten heute. Das einzige Nachteil, was mir aufgefallen ist bei dem Road to Knife Unboxing, ist, dass wenn ich jetzt nebenbei eine Case aufmache, bin ich immer so, ja, also Knife jetzt nice, aber so, jetzt Knife ziehen und das ist dann nicht für das Video, scheiße. Aber ja, also bis jetzt war es noch nicht so, dass ich Knife gezogen habe. So nebenbei. Mal schauen, ob heute das Glück da ist. Beim letzten Mal, also beim ersten Episode, habe ich gleich in der ersten Kiste mal einen Pistol gezogen. Die ZZ Auto Xiang Lu, das muss ich kurz nachdenken, weil ich hatte ja die Spectrum Kisten beim letzten Mal. 18 Stück. Und jetzt das Knife Iron. Das wusste ich, weiß ich gar nicht mehr, was der erste Skin war. Auf jeden Fall ist es jetzt die ZZ. Autobelichtung, Chill Basis. Mach mich nicht heller als was ich bin. So, der erste Skin war eine. Eins war die Wurm. Eine Autosniper. Ich mach mich so zu. Zweimal Blue. Reifen wir halt mal rosa. Seien wir nicht so. Und trotzdem Blue. Hey, was ist jetzt los? Müdig. Müdig bist du. Bitte, dankeschön. So, das ist dann schon die vierte Kiste. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was für welche Kisten. Ja, finden wir das sogar nicht so schlecht. Oder war sie mal nicht so schlecht, dass ich jetzt nicht, wie der Preis jetzt momentan ist. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, sieht ja fein aus. Welche Kisten ich das nächste Mal aufmachen soll. Oder ist nicht der Fan? Ich meine, ja, ich habe sie schon am Float gesehen, aber. What the fuck? Weil ich jetzt glaube ich 10 Minuten gebraucht habe, um zu überlegen, welche Kisten mache ich heute auf. Am Spectrum sind ja momentan noch immer bei 70 Cent pro Kiste. Das ist mir unnötig teuer, finde ich. Ich meine, Spectrum Knife wäre halt schon was Nices, aber die Frage ist, ob ich eines ziehen würde. Yo, nice, der Legge. Oder eigentlich nicht nice. Ich meine, soll die Scheiße. Jetzt habe ich 5 Kisten, mache ich Schlüssel Nummer 5. Der Kiste Nummer 4. Das wäre mein Geburtsdatum. Ich hoffe, ich habe Glück. Zweimal Pink ging vorbei. Und das ist wieder die Legge. Früher hatte ich da etwas mehr Glück, kommt mir vor. Momentan ist das eher nicht der Fall. Wieder Pink. Ich habe mal gehört, dass die Pink. Ich meine, die Aug ist das ja gar nicht auch nichts wert. Ich glaube sogar weniger als ein Key. Please, das können wir kurz nachschauen. Nicht Trade Up machen, sondern. Den Preis will ich wissen. Liegt momentan bei 1,50 herum. Hey, come on, Alter. Mach mich nicht so hell. Ich bin hier nicht so braun gebrannt. Und wie ich sagte, das ist 1,50, ist nicht mal der Kiefer erinnern, also, ja. So, next one. Komm, ist hier wieder mal was Schönes. Nein, das ist nicht schön. Weiter, weiter, weiter. Ich befürchte, dass das, ja. Notzen, oh, die Farmers hätte ich auch genommen. Die hätte ich eigentlich auch genommen. Besser als die CZ. Wie oft ziehe ich die jetzt eigentlich schon? Ich glaube, das ist der vierte von 10 Kisten.
1, 2, okay, doch nur 3. So, die letzte Kiste mache ich Blind Edition. Jetzt euch halt mit die Augen zu, für die, die es nicht wissen. Weil so habe ich, also so kommt es mir vor, dass ich mehr Luck habe. Ich habe, glaube ich, 2 Knives mindestens schon geunboxed, so, wenn nicht 3. Nee, das ist Blue und es ist Blue. Ich bin mir nicht sicher, ob das so klug ist mit den Softboxen, weil die Kamera tut sich da etwas schwer. Aber im Prinzip heute wieder eigentlich ein schlechtes Ergebnis. Alles Blue bis einmal Violett und einmal Pink. Im Prinzip dasselbe, was ich letzte Woche hatte. Ich weiß, einmal Pink, sonst der Blue. Das war nämlich die. Und einmal Violett. Also wenn das so weitergeht, ja. Ich bruch. Gut, dann war es dann auch eigentlich schon wieder mit dem Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, wie gesagt, welche Kisten ich das nächste Mal aufhebeln soll. Auf jeden Fall keine Kabelsolos und Shit, weil da 10 Stück davon ist mir zu viel. Und ansonsten über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und dann sage ich auch gleich ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.